Mitarbeiter von Glass. Da die Sicherheit unserer schönen Stadt jeden einzelnen von uns mit einschließt, möchte ich Sie noch einmal an die Gesetze erinnern, durch die unser Handeln geregelt helfen, Faith? Hey, Runovan, komm mal her. Jetzt beim Kran, Icarus. Nun, ich bin oben in der Führerkabine. Gib mir einen Moment, um die Steuerung zu kapieren. Gefährlicher Bandenchef bei Kugasek hat sie ja getötet. Siehst du das auch, Icarus? Ja, ich sehe es. Die diese Bastarde haben ihn tatsächlich getötet. Noah. Wir müssen untertauchen, Faye. Ich habe mit Rebecca Faye gesprochen. Sie wird uns unterschlupfen. Vergiss es. Wir können es uns nicht leisten, mörderisch zu sein. Wo soll sie denn sonst hin? Noah hat Rebecca nicht vertraut. Ich bin mir sicher, sie wird uns verstecken. Sie hasst Kruger ebenso sehr wie wir. Na schön. Wir gehen zu ihr. Ich werde nicht lange bleiben. Wir bleiben nur, bis Gras über die Sache gewachsen ist. Ich schicke dir die Koordinaten. Ansonsten sollten wir den Weg nicht mehr nutzen, bis wir dort sind. Das ist Sklaverei.
zieht durch das Gebiet. Thank you.
Nummer 2. Geh rein, Rebecca wartet. Faith! Komm runter! Was da passiert ist... Faith, es tut mir leid. Sparen Sie sich das. Hör zu, Noah und ich waren uns in vielem uneins, aber ich habe ihn respektiert. Wie deine Eltern. Noah sagte, sie gehörten zur selben Gruppe. Ja. Solange, bis mir klar geworden ist, dass wir uns niemals friedlich vom Konglomerat und den Familien dahinter befreien können. Wir müssen es vernichten. Mit jeglichen Waffen, die uns zur Verfügung stehen. Ich weiß, was Sie denken, aber Sie irren sich. Ich habe es nicht. Ich denke doch. Deshalb macht Krugersack Jagd auf dich. Und deshalb ist Noah tot. Mann, es reicht! Hör zu. Ich gewähre dir jetzt Unterschlupf für den Moment. Aber meine Gastfreundschaft hat auch Grenzen. Und irgendwann musst du Stellung beziehen oder du musst verschwinden. Das reicht, Rebecca. Sie hat's begriffen. Gut, denn eins muss dir klar sein. Du bist nicht länger neutral, Faith. Jetzt ruh dich aus und denk einfach über meine Worte nach. Tristan zeigt dir deine Unterkunft. Wir reden noch. Später. Nicht jetzt. Ich muss das hier fertig machen. Sie haben kein Recht! Aufhören! Erica! Erschieß ihn! Wer ist da am Fenster? Irgendein Kind, schnappt es! Das ist eine Katze! Das bin ich! Mama! Komm so schnell wie möglich her.